kann mich ja schlecht mit dem nackten Hintern auf den Computer setzen, damit er freundlicher wird. Kommt er 50 Jahre zu spät? Job. Ein Job. Also ein Beruf. Ein Job. Simulator. Hattest du da einen Bürojob? Ja. Was hast du da so gemacht? Ich habe hauptsächlich telefoniert. Warst du nie im Büro? Nee, da bist du dusselig zu. Also sowas nicht. Ich bin handwerklich. Ich bin ja Hotelkaufmann, aber ich war mal kurze Zeit im Büro. Das fand ich ganz furchtbar, so als Sesselpuper da rumzusitzen. Ich soll irgendwas machen von einem Job, wo ich keine Ahnung habe und wie ich mir das eventuell vorstelle. Ist das so richtig? Ja? Wieder mit so einer Brille? Oh, und da fliegen mir die Papiere alle zu, ja? Habe ich was mit dem Finanzamt zu tun? Alles andere mache ich. Hoffentlich kriege ich nie fristlos die Papiere. Ja, ich sehe einen Jobsimulator. Und 2050, aber wir haben ja erst 17. Ich sehe schon meinen Schreibtisch, oh Gott. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of office. Was mache ich nur? Ich verstehe kein Wort. Du Job, mach deinen Job, wiegst 2 Wochen, nice. Don't forget, nehme ich an, heißt das. Passwort 101. Das ist ein Wahnsinn. Telefonieren, ach du grüne Männer. Das ist ja scharf. Ach, ich soll Kaffee kochen. Nein, du sollst vor allem Kaffee trinken. Aber Kaffee trinken? Also ich soll die Kaffeetasse nehmen und zum Kaffeeautomaten gehen. Na, das bin ich gespannt. Jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich, wo ist denn die Kaffeemaschine? Die ist im Koffer wahrscheinlich, oder? Ach, die liebe Zeit noch, wo ist denn Kaffee? Wo steht denn Kaffee? Ach, hier. Hui, der ganze Kaffee. Jetzt gibt's Kaffee. So, und jetzt nehme ich den mal. Hoffentlich verschütte ich mich jetzt nicht. Ui, der ist ja heiß. Gottes Willen. Jetzt ist der Kaffeebecher weg. Und wenn ich mich jetzt so besabber? Er zeigt natürlich erstmal auf alles verschossen. Oh Mann. Na, wenn die ganze Büroarbeit, dann kann man ja nicht mal Kaffee kochen. Na, das ist ja vielleicht eine Arbeit. So, jetzt aber mal friedlich. Business. Jawohl, Geschäft. So, rein. Ach, ich glaube, ich hau den jetzt einfach mal so um. Der jetzt aber mal. Ja, das zum ist ja. Führen, einfach festhalten. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Jetzt ist mein Bürohefter. Jetzt hat der sich in meine Hand verhakt. Also nein. Zwei die ganzen Zwecken weg. Nein. Hier ist da noch so eine Heftzwecke. Weg damit. Husch. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Kaffee verdonnert. Nein, das ist ja heute. Heute ist ja der verflixte Montag. Im Büro zu sein, Kaffee verschütten, das ist ja fast eine Höchststrafe. Ach so. Oh, jetzt sagt ihr Plepp. I tried to speak English. My first cup of tea. Wie beautiful. Der schmeckt mir jetzt schon, aber ich komme nicht ran. Also, workers would ingest a frosted sugar torus for sustenance. Oh, Zucker. Nee, ich brauche jetzt keinen Zucker. Scheiß auf den Zucker. Ich bin froh, dass den Kaffee jetzt endlich mal. Jetzt ist er leer. So, jetzt die Tasse weg. Halleluja. Bleib doch mal stehen. Schmeckt gut. Und nu? Donuts essen. Ja, wo ist der Donuts? Den muss ich jetzt erstmal. Ist der im Koffer? Donuts? No? How to get this over? Oh, open, I will open it. Oh, das sieht ja klasse aus. Ist er weg? Ja, aufgegessen. Hab ich aufgegessen. Bist du Erdbeer? Oder was bist du? Du scheinst Kirsche zu sein und schöne Vanille. Komm, nehmen wir dich mal. Du kommst ja wirklich mit. Genau, den musst du jetzt nur essen. Rapp, rapp. So, ui. Oh Gott, jetzt habe ich da reingehustet, ist ja schon der Donuts weg. Na, das ist ja...
Den will ich haben. Oh. Jetzt ist er schon ganz hell. Hui. Na, das finde ich ja nicht schön. Es ist ja wie wenn die Motten hier die Donuts auffressen. Das ist ja vielleicht witzig. Streusel. Take complete. Ach, ich glaube, jetzt muss ich was... jetzt fehlt eine Patrone im Computer, oder was ist das? I think this is a computer. So. Pups. Ja, so. Ach, nee, hier muss ich ihn anmachen, ne? Genau. Der sagt, da ist noch kein Strom dran. Muss ich mal gucken. Oh Gott, hier sind die Stecker. Das ist ja verrückt. No Signal, check Computer Tower. Oh Gott. Schick den Tower. Ach, ein Passwort nehmen. I think ist mal einmal. Die lachen sich tot, wenn die mal in Englisch hören. Aber I try. Ach, hier unten ist der Computer. Na, sowas habe ich nicht. I have only a laptop. Ach, da unten. Hier ist er. So, muss ich ihn erstmal einstellen. Der braucht auch Strom. Ach! Warte mal, jetzt muss ich ja erstmal die Steckdose suchen. Ja, da, wo du die andere hattest. Ach, hier, da ist ja schon diese scheiß Kaffeetasse, die hau ich jetzt runter. Jetzt hier runter? Komm. Nee, da oben in die Steckdose. Ach, genau. Ich dachte, unten ist ohne eine. So, jetzt ist er an. Willkommen. Bitte, Typ hier. Ach, ich soll mein Passwort angeben. Mein Passwort ist 100. Ja, yeah, wait a moment. Ja? Ja? I cannot understand you. You must speak slowly. Not so quick with me. I don't understand you. Hallo? Bin da dran. Nehmen wir wieder auf. Hallo? Ja, selbst am Apparat? Ist ja ein Durcheinander in meinem Büro heute. Können Sie noch mal später zurückrufen? Ich bin hier gerade mit dem Computer, große Probleme. Tschüss. Zack. Wieder hingelegt hier. 990? Zero, please. Zero, please. I will try. Hello? Ah. What's the matter with you? Email was an inefficient form of communication. Ist ja Wahnsinn. Utilized in the mid-1990s. Ist ja ein echter Wahnsinn. To the email. Oh nee, that's too much. Too much mails. Message. 65.535 Nachrichten? Alle für dich. Na toll. Müssen ja Überstunden machen. Was sind deine E-Mails? Ach du liebe Zeit, dann mal. Ja, das ist alles fast, den du bearbeiten musst. Ach du Scheiße, heute so viel Arbeit und nichts funktioniert. Das fängt schon mit einem Kaffeetopf an, der umkippt. Na sag mal, ui. Jetzt sehe ich lauter Sterne. Na, das fehlt ja noch. Ich glaube, ich bin völlig überarbeitet schon. Schon vom Einrichten des Büros. Willst du die alle bearbeiten? Nee. I deleted all the mails. The freedom of inbox zero. Jetzt habe ich sie gelöscht. I say bye-bye to the mailbox. Ach. Alles gelöscht. Alles wieder weg. Oh Gott, da war ich ja fleißig. Jetzt ist das alles versaut. Oh Gott. Ich glaube, ich mache mich jetzt aus dem Staub aus dem Büro langsam. Also. Wie war es? Ja, interessant und trotzdem anstrengend. Das macht dir aber Spaß, muss ich dir sagen. Ist ja total witzig. Du hast ja wirklich das Gefühl, du sitzt da drin und ist ja irre. Doch, das hat großen Spaß gemacht. Ja, es ist irre, wenn man nicht, also man kann es, es ist einfach doll. Wer entwirft sowas? Wer hat die Ideen dafür und wo kriegt ihr das her? Das ist ja irre, ist ja das. Man kommt ins Schwitzen von der Arbeit. Man hat keine Post erledigt, keinen Kaffee getrunken und nichts. Und man ist kaputt. Von nichts machen.
Gefällt mir ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Kann ich nicht anders sagen. Ja, mache ich gerne nochmal. Also ich war jetzt gerade im Jobsimulator. Nach 20 Jahren war ich wieder in einem Büro. Und sollen wir das mal wieder machen mit einem anderen Beruf? Also mir hat es Spaß gemacht. Aber wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, Däumchen hoch, abonnieren. Darf ich weitermachen, ja? Darf ich? Come again tomorrow. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder.